Dreambits. Dein Auto. Deine Show. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dreambuilds, dein Auto, deine Show. Heute sind wir hier in Remscheid bei Melzner Karosseriebau. Mein Name ist Lukas, ich bin von It's Tuning Not Racing und wir begrüßen heute einen sehr, sehr wilden Opel Adam. Und zwar The Real Blueberry. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr alles nach dem Carport. Viel Spaß damit! Ja, hallo Marcel, schön, dass du da bist. Ja, hi. Du hast ein Farbtupfer mitgebracht. So kann man es nennen, ja, genau. In wie viele Farbtöpfe ist der gefallen, dass der komplett so geendet ist? Im Prinzip nur in einen, ist nämlich Folie. Ist nämlich Folie, okay. Damit beantwortest du schon einige Fragen. Okay. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Stell dich mal vor, was ist das für ein Auto, wie lange hast du es und was hast du damit vor? Ja, ich bin Marcel, 30, komme aus dem Märkischen Kreis und den Wagen habe ich jetzt seit 2016, habe mir den damals mal bestellt als Neuwagen, genau so, wie ich ihn damals haben wollte und der würde sich nie verändern und das Ganze hielt dann ungefähr 2 Wochen. Da ging dann die ganze Geschichte schon los, dass man so ein bisschen mit Folie mal und wirklich nur so kleine Akzente gesetzt hat. Jetzt kommt blöderweise dazu, dass ich im Car-Hi-Fi-Bereich arbeite, das heißt, auch das blieb lange nicht unberührt. Ja, und dann kam irgendwann die erste Vollfolierung und die ersten paar Teile, die rausgesucht wurden. Und ja, im Endeffekt steht hier das Resultat von 2016 bis jetzt aktuell. Sind aber noch ein paar Ideen im Kopf, also fertig bin ich noch nicht. Okay, dann gib uns doch mal ganz am Anfang einfach mal den Ausblick. Was kommt da noch alles? Was ist da geplant? Vom Innenraum her, da soll im Prinzip noch alles so ein bisschen bezogen werden, optisch ein bisschen geändert, da soll ein neues Lenkrad mit rein, also all solche Geschichten. Jetzt bin ich noch auf einer Suche nach einer neuen Innenausstattung, weil ich gerne, beziehungsweise weil ich blöderweise damals beim Bestellen die originale Recaro-Ausstattung nicht mit angehakt habe. Ah. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich doch, weil jetzt hätte ich sie schon gerne. Mhm. Du findest aber tatsächlich für dieses Auto nahezu gar nichts. Also ob es jetzt in den bekannten auf den bekannten Seiten ist oder ob es jetzt irgendwie wirklich aus dem Zubehör ist. Also du findest echt ultra schwierig für dieses Auto irgendwelche Teile. Deswegen musste ich anderweitig kreativ werden. Aber wie gesagt, was noch dazukommen soll, ist in Planung. Aber dass du dieses Auto wirklich liebst, sieht man einem ganz entscheidenden Detail. Und zwar darfst das du gerne mal der Kamera ja auf deinen Unterarm zeigen. Ich glaube, genau, das sagt alles aus, ein 3D-fotorealistisches Tattoo. Blueberry. Ja. Jetzt die Frage zur Farbe hatten wir schon geklärt, ist Folie, ja, aber warum die Farbe? Deine Lieblingsfarbe blau oder wie sieht's aus? Mittlerweile tatsächlich so ein bisschen dazu mutiert, aber hatte eigentlich echt gar keinen bestimmten Grund. Ich wollte gerne irgendwas, was farbmäßig schon ein krasser Gegensatz zu allem anderen ist, was so draußen unterwegs ist. Und das ist ja nun mal mittlerweile, ich sag mal, Silber, Schwarz, Weiß, das sind so die Standardfarben. Und so Standard ist nicht so meins. Und deswegen sollte da irgendwas passieren, was wirklich krass auffällt. Ursprünglich sollte es Neongelb werden, also in Kombination mit dem Blau. Mhm. Das Problem war, Neon lässt sich als Digitaldruck wohl nicht verarbeiten. Okay. Und dann habe ich im Prinzip durchgegeben, macht's bitte so knallig, wie es noch druckbar ist. Und daraus ist dann im Prinzip das Gelb zu dem Blau geworden. Ich sag mal so, es ist ja schon sehr nah an Neon. Das ist also, ja. Geht ja nicht mehr viel Richtung noch mehr Neon. Ja, auf jeden Fall mega geil. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Denn ja, da hat sich so ein bisschen was verändert. Da weiß ich ja auch schon, dass der Grill nicht ganz
der Serie entspricht, richtig? Das ist richtig. Also der Kühlergrill ist im Prinzip ein kompletter Eigenbau. Mhm. Das heißt also, ich wollte es möglichst clean haben. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Viele mögen das gar nicht. Andere wollen es nachbauen, aber viele sind halt beim Nachbauen auch schon gescheitert, sodass sie im Endeffekt immer noch mit dem originalen Grill rumfahren, weil es wirklich komplett zerstört war. Also es ist eine nicht ganz so angenehme Arbeit. Also die Meisterklasse von Clean haben wir mal gesehen, auch mit einem Opel, aber mit einem Opel Astra G. Und zwar in der Staffel 3 war das, glaube ich. Sehr geiles Highlight, könnt ihr gerne nochmal reingucken. Da sieht man wirklich vom Heiko, was Clean bedeutet und was richtig geile Arbeit bedeutet. Ich finde, hier ist es dir auch sehr, sehr gut gelungen. Danke. Definitiv. Und natürlich der böse Blick. Genau, richtig. Dauerhaft oder nur als Cover, als Hardcover? Nee, der ist tatsächlich dauerhaft drauf, also vernünftig fest verklebt, so wie es halt geplant war. Dazu natürlich dann auch noch direkt mit in der Farbe, weil ursprünglich die originalen großen Scheinwerfer, die er halt drin hat, bei dem einen sieht es gut aus, bei dem anderen störte mich das. Und mit so einer Vollfolierung störte mich das schon hart. Ja, glaube ich, glaube ich. Das nimmt dir einfach nochmal einen Ticken Fläche weg und das gibt dem Ganzen natürlich nochmal ein bisschen mehr Dynamik auf jeden Fall. Wie sieht das eintragungstechnisch aus mit dem bösen Blick? Was? Alles mit ABEs belegt. ABEs belegt. Genau. Ganz wichtig, auch da, es darf halt nicht das Lichtbild verändern beziehungsweise das Lichtfeld behindern. Das sind ja die zwei wichtigsten Aussagen dabei. Also da auch drauf achten, sieht ganz schnell schön aus. Wenn ihr eine legale Variante haben wollt für den ganzen Scheinwerfer, wendet euch an Flo von Autokorrektur, der arbeitet auch seit Jahren mit dem Projekt. Dann nehmt lieber sowas Legales, anstatt ganz schnell, da gibt es viele nicht legale Teile leider auf dem den Markt. Den Flo kenne ich auch schon seit ein paar Jahren. Den Flo. Ich glaube, wer kennt Flo nicht? Also so viele Autos, wie wir schon dabei hatten mit ach, ich hab Cover. Und wovon sind die? Ja, von Autokorrektur. Perfekt. Genau. ist ja auch, der hat ja auch eine Auswahl. Ja, die ist ja erschreckend hoch. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Detail. Und das sind die Felgen, die du ja auch ein bisschen angepasst hast. Passend zum richtig. Design hast du da Farbapplikation gesetzt. Genau. Was hast du hier genau dran gemacht? Also im Prinzip bin ich immer so der Freund davon gewesen, bei allem, also der Wagen war ja nun mal mehrfach foliert und bei allem, was so an Folien passiert ist, habe ich mir irgendwann so ein bisschen, ja, ich sag mal nicht Erkennungszeichen, aber schon, das ist irgendwann so ein bisschen dazugehörig gewesen, dass eine Speiche grundsätzlich immer mit von der Fahrzeugfarbe her irgendwie mit da dran kommt. Jetzt kam dazu, dass ich noch von den Folien, die vorher drauf waren, die Lacknuts hatte. Die waren ursprünglich halt in so einem Gold-Kupferton, dass es zu den anderen Folien passte. Die Lacknuts sind genau die gleichen geblieben. Ich habe das Ganze mit einer kompletten Fotostory belegt, dass es exakt diese Teile sind. Die habe ich selber neu lackiert, damit sie farblich mit dem Blau wieder passen. Habe aber auch dadurch, dass ja nun mal die Teilenummer quasi auf diese Lacknuts ursprünglich mit drauf gedruckt ist, wie gesagt, eine komplette Fotoserie gemacht, wo dann belegbar ist, dass es diese Teile sind, wo mit jedem Schritt, mit Grundierung, mit Lackierung, dass man wirklich sieht, es sind die Teile, die lackiert sind, weil ja nun mal die Teilenummer mit überlackiert ist. Aber ich habe es halt durch eine Fotostory mit im Fahrzeug, immer mit dabei bei den ABEs. Das ist ganz wichtig. Auch da verändert man ja schnell was. Und richtig. Dann verlieren Teile oft die ABE. Wir gehen wieder hoch und das gesamte Design, man sieht es einfach, zieht sich bis hoch ins Dach. Ja. Und da sieht man das sicherlich auf unseren anderen Kameras sehr gut. Das Opel-Emblem strahlt in Blau. Ganz genau. Genau. Also definitiv einige Details gesetzt. Ich finde es auch gut, dass das eben halt so ein zerrissenes Design, so ein spritziges Design irgendwie auch ist. Ja. Das sieht jetzt nicht so straight aus. Haben ja auch viele Linien. Viele Leute, so straighte Linien, kann cool wirken, aber ich finde, auch so ein Opel Adam, da muss das ein bisschen wilder wirken. Richtig, richtig. Ein bisschen verspielter und ich glaube, das ist dir auf jeden Fall ganz gut gelungen. Ich denke auch. Du sagtest es gerade schon, du kommst aus der Car-Hi-Fi-Anlagenwelt. Genau. Ja, dann sag uns doch mal, was drin zumindest kurz passiert ist, denn wir haben ja ganz am Ende noch was ganz Großes hinten drin. Genau. Mach gerne mal die Tür auf, lass die Kamera gerne mal reingucken. So machen wir es.
Also im Prinzip, um es wirklich kurz zu fassen, da ist ein Kenwood Doppelding-Gerät reingekommen, da ist ein neues Lautsprecher-Frontsystem reingekommen von Eaton. Im Kofferraum gucken wir gleich rein, dann reden wir darüber mehr. Die Türen sind gedämmt in 3 Lagen, also tatsächlich alles Eigenarbeit. 3-lagig gedämmt, das Dach ist gedämmt, der Kofferraum ist gedämmt, so dass da möglichst das an Klang rauszuholen war, was ich gerne hätte haben wollen. Nicht schlecht. Definitiv coole Sache. Dann natürlich auch, man sieht die ganzen Teile hier innen drin. Ich glaube, das sieht man auch auf der Kamera ohne Licht ganz gut. Ja. Weil bei der knalligen Farbe fällt es einfach auf. Die Applikation innen drin natürlich auch passend zum Außendesign. Ja. Genau, im Prinzip den Blueberry-Schriftzug, also sprich den Namen, wie ich das Auto genannt habe, im Prinzip auf der Beifahrerseite nochmal mit auf dieser großen Blende obendrauf. Genau, das Ganze als Hintergrundbild noch mit auf dem Radio, da war ich so frei und habe das so ein bisschen auch nochmal individualisiert und jetzt ist er im Prinzip überall dabei. Ja, überall. Egal wo man ist, man sieht, okay, genau. Ich bin im oder um den Blueberry herum. Genau, richtig. Nicht schlecht. Ja, dann auch viele Autos vertragen es. Ich glaube, so ein Auto kann es auch tragen, die Sticker. Und ich glaube, es ist inzwischen in der Tuning-Szene ja auch gang und gäbe, dass man die, eigentlich schon, ich sag mal, Social-Media-Kanäle da verlinkt. Genau, das hat bei mir irgendwann mal als Hobby angefangen. Also beziehungsweise ursprünglich war es gar nicht geplant. Ich habe mal mit Facebook damals angefangen und habe gesagt, ich mache einfach eine Facebook-Seite für mich persönlich und wenn jemand Bock drauf hat, für ein paar Kumpels, die vielleicht was sehen wollen. Das ist jetzt mittlerweile tatsächlich so ein, also neben meinem normalen Job, so ein selbstgesetzter Job geworden, dass ich halt wirklich viel fahre, um irgendeine coole Location zu finden für irgendwelche Fotos oder für ein kurzes Video, was ich dann halt noch zusätzlich mache. Jetzt hat das tatsächlich Wellen geschlagen, womit ich eigentlich nie gerechnet hätte. Sei es jetzt Facebook, wo ich jetzt kurz vor den 2000 Abonnenten stehe, sei es YouTube, wo ich mittlerweile etwas über 2000 bin, Instagram auch wieder knapp über den 1000. Also es ist für mich tatsächlich rund ums Auto halt noch viel mehr dazugekommen, durchs Auto. Also das Auto hat bei mir echt viel bewegt und deswegen halt auch das Tattoo. Weil ich für mich gesagt habe, wenn irgendwann mal der unwahrscheinliche Fall passieren sollte, dass dieses Auto nicht mehr bei mir ist, was ich halt nicht glaube, dann bringt er mich damit immer noch überall so ein bisschen durch die Gegend. Und durch diese Facebook-Geschichte halt, da sind Bilder drauf von, ich sag mal im Prinzip Unterschrift, Kaufvertrag, wo ich den Wagen bestellt habe, bis jetzt halt aktuell. Also das heißt, wenn ich den Wagen mal, toi toi toi, verkaufen sollte, eine lückenlosere History kann man nicht haben. Ja, ich glaube das auf jeden Fall, dass das plötzlich dann zu einer Leidenschaft wird, die immer größer wird und cool, dass du so ein großes Publikum begeisterst. Natürlich, was noch ganz wichtig ist zu erwähnen, du warst schon in ganz vielen Tuning-Zeitschriften auch gefeatured und zwar mit diesem Fahrzeug, aber immer in einer anderen Folierung. Richtig. Das heißt, jede Saison eine andere Folierung oder was? Eigentlich ist es bei mir mittlerweile so geworden, von 2016 bis jetzt aktuell, eigentlich nahezu jedes Jahr einmal neu. Mhm. Was natürlich dann auch irgendwann, ja, ich sag mal, finanziell nicht mehr witzig ist. Mhm. Aber blöderweise habe ich immer so das Problem, wenn ich den Wagen vom Folierer fertig hole, habe ich dann eigentlich schon die nächsten 2, 3 Ideen. Und in den Zeitungen ist er halt, er ist im Prinzip immer in der gleichen Zeitung drin, also in der Opel-Szene, aber tatsächlich mit immer wieder einer anderen Optik. Das ist, ob es jetzt die andere Folie war, die dazugekommen ist, oder halt hier wieder eine neue Schraube, da der neue Kühlergrill. Also irgendwie von Zeitung zu Zeitung ist halt immer ein bisschen mehr passiert. Nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal nach hinten, denn da hattest du schon gesagt, also erstmal der Blick von hinten, schön natürlich mit der Folierung. Wirkt auf jeden Fall. Und dann darfst du gerne einmal das Schätzchen öffnen. So machen wir's. Denn da versteckt sich eine riesige HiFi-Anlage drin. Ja. Also eine Endstufe und der kleine Subwoofer dazu, ne? Der kleine Subwoofer, ja. Also genau. Es ist tatsächlich eigentlich noch ein kleiner, beziehungsweise ein mittlerer. Also es ist ein mittlerer Subwoofer. Ja. Das ist ein 25er. Also so die gängigsten sind immer im Prinzip 20 cm, 25 und 30. Das sind so, ich nenne es mal für den Hausgebrauch, die gängigsten. Das ist jetzt ein 25er. Ein 30er hätte diesen Kofferraum einfach nur noch ausgefüllt. Was im Prinzip beim Adam sowieso immer, ich nenne es immer das liebevoll etwas größere Handschuhfach.
weil so richtig brauchbar ist der Kofferraum im Adam eigentlich eh nicht. Ja, also das ist so ein bisschen wie beim Smart 4.2. Mhm. Aber wenn man hier hinten schon steht, sieht man da vorne auch die Kontroll- und Kommandoeinheit von dem Ganzen, von der Soundanlage. Natürlich schön verbaut mit eigenem Hintergrundbild. Also besser geht es doch kaum mehr. Also wirklich nicht schlecht. Also vom Kofferraum her ist im Prinzip jetzt ein Audio System 25 cm Woofer drin. Der passende Verstärker dazu. Das Ganze hat jetzt so um die 600 bis 700 Watt circa. Reicht bei so einem kleinen Auto, weil wir halt eh nicht mehr viel Platz haben. Bewegst du dich eigentlich noch mit Sprit nach vorne oder nur durch die Bassline? Ja, teils, teils. Teils, teils, ja. Ich rette das Klima, ich bin so ein bisschen gemischt unterwegs. vom Verbauen her wollte ich es halt möglichst clean und sauber haben. Das heißt, ich wollte jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, um die Kiste zu befestigen, irgendwelche Ecken oder Spanngurte, wie das viele mal machen. Deswegen habe ich mir im Prinzip die Arbeit gemacht und habe mir ein komplett eigenes Bodenbrett gebaut, also eine komplette Multiplex-Platte, mit Stoff bezogen. Wie gesagt, das ist halt alles Part so meiner Arbeit. Deswegen hatte ich da jetzt nicht so die Magenschmerzen, dass das klar geht. Nachdem die Kiste dann drin war, habe ich mir dann überlegt, ich möchte sie halt nicht gerne so auffällig befestigen. Deswegen habe ich die Kiste selber im Prinzip vertieft in diesem Boden drinstehen. Sprich genau das Maß ausgesägt, dass die Kiste sich im Prinzip selber festhält. Also wegrutschen tut sie nicht 1 Zentimeter und dann blieb halt nur noch das letzte Stückchen Platz quasi übrig und da kam dann der Verstärker noch hin. So kriegt er vernünftig Luft, läuft nicht heiß, die Kabel vernünftig nach hinten durchgeführt, sodass die auch da nicht mehr groß zu sehen sind. Das macht auch einen clean Look einfach aus. Genau. Auf jeden Fall, ein super schönes Auto. Ich würde sagen, wir gehen nochmal nach vorne, genießen noch einmal die Gesamtansicht. Also viele Details, ein bisschen was kommt noch. Das haben wir ja auch schon gehört. Genau. Ja, Marcel, ich sage danke, dass du hier warst. Ich danke auch. Deiner Blueberry. Genau. schönes Fahrzeug, wildes Fahrzeug. Und ich würde sagen, wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert uns einfach auf YouTube, denn da gibt es ganz viele Episoden Dreambuilds. Wir haben auch einen Opel Adam dabei schon, und zwar aus der Staffel 4. Und zwar Mr. Grey. Kenn ich. Von 50 Shades of Grey, liebe Anke, also guckt einfach mal vorbei. Und sonst, wenn ihr noch mehr Videos sehen möchtet, einfach abonnieren und die Glocke drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Dreambuilds, dein Auto, deine Show.